Lädt man sich PC-Spiele nicht über Steam oder Origin auf den PC, bekommt man öfters mal eine ISO-Datei. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie öffne ich so eine ISO-Datei, nämlich ein Doppelklick geht in Windows nicht so einfach. Ich bin jetzt hier in Windows 10 gelandet und habe schon mal Daemon Small Linux runtergeladen. Das ist eine Linux-Distribution, die kommt auch als ISO daher. Die soll jetzt mal als Beispiel für unser PC-Spiel stehen. Ich mache mal einen Rechtsklick drauf und schau mal, was mir Windows so anbietet. Er bietet mir schon Bereitstellen an oder Datenträger Abbild brennen. Naja, ich gehe mal auf Bereitstellen und schau mal, was passiert. Ja, jetzt wird es als CD-Laufwerk eingebunden. Das sehe ich hier oben. Hier steht DVD-Laufwerk Knoppix. Und jetzt bekomme ich halt die Inhalte angezeigt von der CD. Wäre es jetzt ein Videospiel, dann hätte ich hier eine Exe-Datei, eine Setup-Exe oder Setup-MSI und könnte mit der Installation beginnen. Jetzt kann das aber Probleme machen, denn manche PC-Spiele sind natürlich kopiergeschützt und die kriege ich mit dieser Methode nicht auf. Oder ich habe eben ein Betriebssystem vor Windows 10, also Windows 8 zum Beispiel. Das unterstützt meines Wissens nach noch nicht das automatische Bereitstellen. Oder Windows 7, da weiß ich es ganz sicher, das unterstützt es auf jeden Fall nicht, da brauche ich also Zusatzsoftware. Für alle diese Fälle würde ich Virtual Clone Drive empfehlen. Das findet man auf der redfox.bz-Seite, da kann man dann hier einfach auf Download klicken. Hier muss man jetzt nach unten scrollen, so kostenlose Software. Das ist nämlich hier der Vorteil, Virtual Clone Drive kostet nichts. So, einmal heruntergeladen, führe ich die Datei aus, stimme hier zu. Und jetzt hier kann ich gleich anwählen, dass ISO-Dateien zum Beispiel assoziiert werden, also verknüpft werden mit Virtual Clone Drive. Und das möchte ich natürlich. Deshalb gehe ich hier auf Weiter, gehe auf Installieren. Hier bestätige ich nochmal mit Installieren. Jetzt wird der Treiber für das virtuelle CD-Laufwerk installiert. Und dann ist die Installation auch schon fertig. Jetzt gehe ich nochmal auf meinen Arbeitsplatz und schmeiße dieses eingebundene Knoppix-Ding wieder raus. Ich sage hier einfach mal auswerfen, dann entfernt sich gleich das ganze Laufwerk praktisch. Gehe ich mal hier wieder auf Downloads und hier habe ich ja meine ISO-Datei, das ist jetzt verknüpft, wie man sieht, schon am Icon mit Virtual Clone Drive. Jetzt mache ich mal einen Doppelklick drauf und jetzt passiert im Grunde das gleiche, was vorhin auch passiert ist. Es wird ins virtuelle Laufwerk eingebunden, das haben wir hier. Mache ich hier einen Doppelklick drauf und hier sehe ich dann auch wieder die Inhalte. Wie gesagt, hätte ich jetzt ein PC-Spiel, hätte ich da auch die Exe-Datei und so weiter.